Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Wir spielen diesmal mit Rosa Gold Peach. Einen der unnötigsten Charaktere aller Zeiten. Wir haben ein neues Fahrzeugteil beim letzten Mal bekommen und das ist das Crossbike. Joa. Von mir aus. Welche Fahrzeuge? Wir haben so viele noch nicht gefahren. Meine Güte. Nehmen wir mal das Go-Kart. Nehmen wir mal die standardblauen Reifen. Und hier haben wir noch kein weiteres. Okay, dann bleiben wir bei den Wolken. Der Blood Cup steht an und ich habe beim letzten Mal schon angekündigt, dass jetzt nicht nur meine Lieblingsstrecke folgt, dieses Spiels. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, aber damals war sie es. Sondern, dass ich auch einen Themenvorschlag aus den Kommentaren aufgreifen werde, den ich vielleicht auch schon im Online-Let's-Play angesprochen habe. Einfach, weil ich jetzt gleich auch noch ein paar Online-Parts aufnehmen muss und momentan keine Themen habe. Ich muss mal gucken, ob ich es in beiden Parts... Eigentlich nicht. Nee, ich überlege mir da was anderes. Ja, denn ich wurde in den Kommentaren gefragt, welche Spiele wünsche ich mir noch für die Switch? Also welche vorhandenen Spiele, welche Spiele, die bereits existieren, würde ich mir wünschen oder würde ich denken, dass sie für mich persönlich im Handheld-Modus extrem gut wären? Und ich glaube, da bin ich wirklich ein Sonderfall. Also ich glaube, da hat man andere Sachen erwartet, als sie im Endeffekt kommen werden. Denn ich habe es ja schon sehr, sehr häufig angesprochen, deswegen sollten es die meisten von euch mittlerweile mitbekommen haben. Ich spiele ja außerhalb von Let's Play-Aufnahmen gar nicht. Also ja, wirklich gar nicht. So überhaupt nichts. FIFA ist das Einzige, was ich ab und zu, aber das habe ich jetzt auch schon seit Wochen nicht mehr gespielt. Das ist das einzige Spiel, was ich ab und zu mal so wirklich regelmäßiger außerhalb von Aufnahmen spielen. Ansonsten gibt es immer mal wieder so ein, zwei Spiele im Jahr vielleicht. Ja, ein Spiel pro Jahr vielleicht. In letzter Zeit war es immer nur Dark Souls, was halt immer noch kam, was ich dann auch noch gespielt habe. Oder halt mal so Offscreen-Sachen für Let's Plays. Also keine Ahnung, so wie in einem Zelda dann halt Offscreen irgendwas sammeln oder irgendwas suchen. Oder in einem Pokémon-Kram offscreen mal ein bisschen zu trainieren oder ein Pokémon zu fangen oder einen Pokédex zu vervollständigen und so einen ganzen Kram. Sowas mache ich dann immer sehr gerne. Aber wirklich privat ein Spiel komplett durchspielen mache ich eigentlich schon seitdem ich angefangen habe zu Let's Play nicht mehr. Und vorher habe ich es ja auch so gut wie nie getan. Da habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt in ganz alten Videos, dass ich, bevor ich angefangen habe zu Let's Playen, dass ich davor tatsächlich seit Ewigkeiten keine Credits mehr gesehen habe von irgendeinem Spiel. Weil ich es einfach nie die Motivation hatte, für mich selbst ein Spiel durchzuspielen. Und einfach dadurch, dass ich die Let's Plays aufnehme, dann die Motivation für mich selbst gefunden habe, okay, wenn du jetzt die Spiele anfängst, dann musst du sie jetzt auch langsam mal zu Ende bringen. Und erst dadurch habe ich dann wirklich mal wieder Spiele durchgespielt. Und so ähnlich würde das aktuell auch durchlaufen, wenn ich Spiele nicht Let's Playen würde. Da ich sie Let's Playe, ja, Let's Play ich einfach ein. Einfach so gut wie alles, was ich halt auch spiele. Oh, das ist ein bisschen Drecksblitz. Ich hasse dich. Naja, und aus dem Grund bin ich da wirklich ein Sonderfall, denn dadurch sind die einzigen Spiele, da ich alles eigentlich Let's Playen will, was ich auch spiele, kann ich einfach dann, selbst wenn ich Bock drauf habe, keine Spiele außerhalb von Aufnahmen spielen, die, Singleplayer-Spiele sind. Weil dann würde ich mich ja spoilern und das bringt mir nichts. Ein zweites Mal durchspielen habe ich bei Singleplayer-Spielen auch und meistens keine Lust. Weil ich halt immer so ein Story-Typ bin. Für mich ist halt dieser Blind-Faktor sehr wichtig. Wenn ich Spiele halt vor Jahren mal gespielt habe und noch nicht Let's Play, dann kann ich mich immer dazu motivieren, sie nochmal zu spielen. Aber ansonsten ist dann für mich immer so, wenn ich das Level schon kenne, dann ist für mich irgendwie auch die Motivation raus, es dann nochmal wirklich weiter zu spielen. Und dementsprechend, ja. Wie gesagt, Let's Play ich eher das Singleplayer-mäßige. Deswegen werdet ihr jetzt keinen Begriff wie... Also ich, natürlich freue ich mich auf einen Metroid. Natürlich freue ich mich auf einen... Würde ich mich auf einen guten Star Fox freuen, weil Star Fox 64 3D einfach der Hammer war und mir mega viel Laune gemacht hat. Und Star Fox Zero war dann... Hat halt vieles falsch gemacht, aber okay. Und natürlich würde ich mich halt auch über einen Donkey Kong vielleicht in 3D mal wieder freuen. Aber wir haben jetzt ja ein Mario 3D, deswegen... Keine Ahnung... Mario Maker in der Switch-Variante mit noch mehr Funktionen im Levelbausystem und Co. Das wäre alles, das wäre super, das wäre brillant. Das könnte man halt machen, dass man halt im Tablet-Modus die Level baut und im TV-Modus die Level spielen kann. Oder im Tablet-Modus bauen, im Tablet-Modus spielen geht natürlich auch, aber
Dann könnte man auch das Touchscreen normal, den Touchscreen normal verwenden, wie man es auch kann hier in Mario Kart. Ist ja zum Beispiel auch das erste Spiel, was ich jetzt, glaube ich, gespielt habe, in dem während das Spiel läuft, der Touchscreen funktioniert. Also damit kann ich auf jeden Fall das komplette Menü durchnavigieren per Touchscreen. Das war ja bei Zelda und Snipperclips und Fast RMX Code noch und bei allen Release-Spielen noch ausgestellt, dass halt gleichzeitig während des Spielens das Tablet aktiv ist. Mario Kart 8 Deluxe ist das erste Spiel, was ich gespielt habe, wo mir das aufgefallen ist, dass es funktioniert. Naja, um aufs Thema zurückzukommen, die solche Spiele kann ich jetzt nicht nennen, weil da habe ich keinen Vorzug, also keine Vorteile vom Tablet-Modus. Ich hätte halt Vorteile, wenn man auch dort eine Deluxe-Version von machen würde. Also neue Inhalte, aufgebesserte Grafik und so weiter und so fort. Dann wäre ich auch gern dabei. Aber von dem Tablet-Vorteil dieser Spiele hätte ich halt nicht viel, weil wenn ich unterwegs bin, ganz ehrlich, dann höre ich halt Musik und schreibe ein bisschen was mit dem Handy oder so, aber dann spiele ich halt nicht großartig was. Und ansonsten spiele ich halt privat nichts. Also ich hätte halt FIFA, habe ich schon erwähnt beim letzten Mal, das wäre für mich etwas, was mir auf jeden Fall was bringen würde. Also FIFA ist das Einzige, was ich privat spiele und wenn ich dann zum Beispiel mal, keine Ahnung, übers Wochenende nach Hause fahre zu meinen Eltern, dann könnte ich dort natürlich FIFA einfach mitnehmen. Ich könnte dann halt dort abends, wenn ich schon, wenn meine Mutter schon ins Bett gegangen ist, könnte ich dann zum Beispiel mich einfach nochmal in mein Zimmer setzen und FIFA spielen, was ich so aktuell nicht könnte. Das wäre ein Vorteil. Also FIFA ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir für die Switch wünsche, aber der kommt ja auch. Der ist ja schon angekündigt. Dementsprechend ist das jetzt kein großer Wunsch. Mario Kart war eine Tatsache, die ich mir gewünscht habe. Einfach weil es ein Spiel ist, das man auch viel im Online-Modus spielen kann und sollte. Um halt auch fürs Let's Play aktiv zu bleiben. Splatoon war ein Spiel, was ich mir gewünscht habe, aber auch das kommt. Tatsächlich ist das einzige Spiel, was noch nicht angekündigt ist, von dem ich momentan mir wünschen würde, einen Tablet-Modus zu haben, ist halt Smash Bros. Ich meine, klar, wir haben schon Smash Bros. 3D. 3DS. Smash Bros. 4 3DS ist ja auch egal. Haben wir schon, aber es ist halt grafisch nicht ansatzweise vergleichbar mit der Heimkonsolen-Variante und es ist auch nicht so mega geil performancemäßig gewesen. War okay, hat alles funktioniert, aber... Und wie gesagt, auch da dasselbe Problem wie bei Mario Kart. Man kann es nicht lange spielen, weil dann geht es einfach mega auf die Handflächen. Das geht einfach nicht. Und ja, das wären dann halt Dinge, das wäre wirklich das Einzige von dem, was bereits existiert, was ich unbedingt haben will. Auf einem Tablet, weil ganz ehrlich, einen vernünftigen Shooter oder so kannst du im Tablet-Modus eh nicht spielen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wie ein Battlefield hätte ich jetzt gerne, weil das funktioniert halt nicht. Du kannst Splatoon, kannst du mit der Kombination aus Bewegungssteuerung und Stick kannst du auf so einem Tablet ganz vernünftig, ganz okay spielen zumindest und kannst halt auch noch, dadurch, dass da halt, das halt ums, hauptsächlich um das Einfärben des Bodens und nicht unbedingt darum geht, perfekt Sniper genau Headshots zu verteilen, musst du halt auch nicht so hundertprozentig exakt und akkurat zielen, um halt erfolgreich zu sein. Und dann geht das so halt, ansonsten bräuchtest du halt schon einen Controller, um halt wirklich präzise und exakt zu spielen. Und nicht so ein wackeliges Tablet, keine Ahnung. Das funktioniert damit dann halt nicht so wirklich. Und aus dem Grund fällt das auch weg. Und keine Ahnung, ein vernünftiges Rennspiel. Ich bin halt nicht so der Simulations-Racer-Freund. Habe ich jetzt mit Mario Kart einen Fun-Racer, der genau das kann, was ich haben will. Einzig, was ich mir halt noch so vorstellen könnte, wären halt so, keine Ahnung, so Virtual Console-Titel einfach mal. Ich will halt eine vernünftige, ausgereifte und nicht zu teure Virtual-Console-Reihe, dass ich halt auch mal so für mich ältere Spiele, die auf älteren Systemen rausgekommen sind, auch einfach so mal wieder anspielen kann. Aber auch da, naja, wäre das eher weniger für den Handheld-Modus und eher mehr für Let's Plays, also für den TV-Modus. Also die Frage war, welche Spiele ich mir für den Handheld-Modus der Switch noch wünschen würde, die bereits existieren. Und wie gesagt, meine Antwort ist FIFA, aber das ist bereits angekündigt. Mario Kart, das ist jetzt schon raus. Splatoon, das ist schon angekündigt. Und Smash Bros., das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es demnächst angekündigt wird. Und damit fällt mir schon nichts mehr ein. Wie gesagt, alles, was Singleplayer-mäßig rauskommt, werde ich Let's Playen. Und damit brauche ich da kein Tablet-Modus, weil ich den nicht aufnehmen kann. Da reicht mir ein TV-Modus. Und alles, was Singleplayer-mäßig schon draußen war und ich bereits gespielt habe, oder beziehungsweise schon bereits Let's Played habe, werde ich nicht nochmal spielen müssen.
Es sei denn, ich Let's Play es nochmal. Ansonsten werde ich es auch nicht nochmal spielen, wenn ich es nicht nochmal Let's Playe. Und dann wiederum brauche ich auch keinen Tablet-Modus. Und das Einzige, was mir dann halt noch einfällt, sind Multiplayer-Spiele. Multiplayer-Spiele sind das Einzige, was ich mir halt für ein Tablet wünschen würde. Und damit wäre vielleicht, wenn ich mich mal ein bisschen mehr mit der Competitive-Szene auseinandersetze, noch ein Pokémon ganz interessant. Ansonsten kann ich Nintendo gerne mit neuen Online-IPs überraschen. Aber mir fällt halt außer FIFA, Mario Kart, Smash Bros. Und Splatoon tatsächlich momentan kein Titel ein, von dem ich persönlich von einem Tablet-Modus profitieren würde. Da ich halt, wie gesagt, auch privat nicht spiele und damit auch im Tablet-Modus privat nicht spiele. Außer eben genannte Spiele. Und bei allen anderen wäre es halt so nice to have, dass ich dann halt, wenn ich offscreen was machen will, mich halt nicht vor den Fernseher setzen muss. Oder hier an den Schreibtisch setzen muss, um offscreen Sachen nachzuholen, sondern kann mich dann ins Bett legen, um Sachen nachzuholen. Aber das muss jetzt auch nicht sein. Weil die halbe Stunde oder Stunde, die man dann da meistens offscreen was macht, die kann man sich dann halt auch mal kurz da hinsetzen. Das ist jetzt auch kein so großes Problem. Ja, und gerade eben, weil das der einzige Grund ist, für mich den Tablet-Modus zu nutzen, ist es auch dann umso ärgerlicher, dass die WLAN-Verbindung so instabil ist. Aber das haben wir im letzten Part schon angesprochen. So, ich weiß, das ist jetzt nicht die Antwort, die meisten von euch erwartet hätten. Und es entspricht sicherlich auch nicht der Meinung der meisten. Aber so ist es nun mal. Wenn ich ein privater Videospieler wäre, dann würde mir quasi 25.000 Spieler einfallen, die ich gerne auf dem Tablet hätte. Und da ich es nicht bin und da ich privat, wie gesagt, so gut wie nicht spiele, bringt mir ein Tablet-Modus von Nicht-Online-Spielen oder Nicht-Multiplayer-Spielen eigentlich gar nichts. Dementsprechend habe ich mir privat, beziehungsweise mehr oder weniger privat, das meiste davon habe ich ja auch schon Let's Played, halt als einzige Spieler halt neben Mario Kart und Zelda, die ich halt jetzt beide komplett vollständig Let's Playe, hatte ich mir halt Fast RMX geholt, das wir halt auch an Let's Played haben, beziehungsweise so den meisten Sachen mal gezeigt, jetzt kein vollständiges Let's Play, aber ja, doch einiges gezeigt haben. In einigen Parts. Was man eben auch mal mit einem Kumpel spielen kann. Snipperclips, wo wir alles, was einspielermäßig spielbar ist, Let's Played haben. Und ansonsten kann man es auch mal mit einem... Wenn ein Freund oder eine Freundin vorbeikommt, kann man das auch gerne mal anspielen. Das macht da besonders Spaß. Und die Jackbox habe ich mir gekauft, die in den eShop gekommen ist. Weil das eben auch was ist, was man mit Freunden dann mal anschmeißen kann. Und jeder mit seinem Handy halt sofort mitmachen kann. Und was halt rein theoretisch dann auch was wäre, was man vielleicht mal in einem eventuellen Livestream dann auch mal mit Zuschauern spielen könnte. Und ansonsten habe ich halt für die Switch momentan noch keine Titel. Mich haben halt die ganzen anderen Indie-Titel, die halt echt gut sein sollen, wie einen Shovel Knight, wie einen Snake Pass und Co., haben mich deswegen nicht angesprochen, weil ich weder Zeit noch Platz in meinem Upload-Plan gehabt hätte. Also weder Zeit gehabt hätte, sie zu spielen, noch Platz in meinem Upload-Plan gehabt hätte, um sie überhaupt irgendwie unterzubringen. Ja, um sie halt zu Let's Playen. Und da ich wusste von vornherein, dass ich, wenn ich sie nicht Let's Playe, sie privat auch niemals spielen werde, lohnt sich halt der Kauf dann nicht für 20 Euro, sich dann ein Ding zu holen. Also sich dann ein Spiel zu holen. Alter, Bro! Das ist das dritte Item, was du mir innerhalb von einer Runde geklaut hast. Gib mir mal zwei, dann kann der ruhig kommen. Na, kann er nicht, wenn wieder nur Münze. Das wäre jetzt ein Moment, wo ich gerne die Items tauschen würde. Damit, falls ein Buhu kommt, dass er mir die Münze klaut. Und ich den Panzer noch als Schutz habe. Das war jetzt dumm. Ich wollte das Doppel-Item haben, aber habe mich so aufs Item-Schmeißen konzentriert, dass ich mich dann nicht verlenkt habe. Ist egal, wir schaffen es trotzdem. Ja, wie gesagt, dann da kaufe ich mir den Kram halt eh nicht und so wird es halt alle anderen Spiele auch betreffen, die ich im Tablet-Modus spielen würde. Also, wenn Nintendo noch vernünftige Online-IPs rausbringt, wie zum Beispiel in ARMS, was mich halt im Online-Modus auch eventuell überzeugen könnte, dann würde ich mir die für ein Handheld wünschen, da es momentan tatsächlich relativ wenig gibt, was ich persönlich für den Handheld- oder für den Tablet-Modus im Online-Modus spielen würde, außer Mario Kart, Smash Bros. Und Splatoon. Und FIFA.
bin ich da eigentlich wunschlos glücklich in der Hinsicht, was Nintendo bislang angekündigt hat. Was Singleplayer-Spiele hingegen anlegt, also was den TV-Mode hingegen anbelangt, da habe ich noch einige Wünsche, aber das können wir ja in dem nächsten Part mal ansprechen. Beziehungsweise das werden die Wünsche sein, die quasi jeder hat. Gut, ich würde sagen an dieser Stelle wieder, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann, ja, geht's in den Blitzcup. Und damit den letzten vollständigen Retro-Cup des Spiels. Also, bis dann und auf Wiedersehen.